Zeitlich so ein bisschen einordnen könnt. Ich habe mal ein paar Events aus diesem Zeitraum mitgebracht. Da ist zum ersten der 4.9., wo Bundeskanzler Gerhard Schröder die Richtigkeit seiner Sozialpolitik bekräftigt hat. Am 13.9. kündigte Wladimir Putin an, dass die Verfassung geändert werden soll. Er möchte Gouverneure künftig selber ernennen, um das so ein bisschen zentralistischer zu machen. Am 18.09. Fordert die Internationale Atomenergiebehörde den Iran auf, die Urananreicherung zu stoppen. Als ich die drei Dinger gesehen habe, dachte ich so, okay, wir haben uns nicht so wirklich weiter bewegt. Und am 30.09. gab es das erste Fernsehduell von George Bush, dem damals amtierenden Präsidenten in seiner ersten Amtszeit, mit seinem Herausforderer John Kerry. Und mindestens genauso wichtig, am 30.09. hatte die Klasse 9a des Albertus-Magnus-Gymnasiums das jährliche Klassenfoto. Da war ich mit bei, unverkennbar, oben rechts in der Ecke. 14 Jahre, ich würde sagen, ein ziemliches Kellerkind, um ehrlich zu sein. Saß am liebsten hinter meinem Computermonitor, habe gemütlich vor mich hingezockt. Die Welt war mir recht egal, muss man mal ehrlich sagen. Aber ich hatte schon immer so ein Faible für dieses Internet und war seinerzeit zum Beispiel stolzer Betreiber der Website davidjadin.de.vu. Musste sehr lachen, dass diese Seite für die Auflösung 1024x768 optimiert ist. Genau, es ist Kunst. Natürlich als Frameset gebaut, mit alle Buttons sind Bilder, so wie es sich gehört. Großes Kino. Genau, und habe beim Basteln an diesen ersten Seiten die Grundfertigkeiten gelernt, die mir auch heute eigentlich noch jeden Tag helfen, nämlich HTML und CSS. Also das, was ich damals gemacht habe, ist so ein Grenzfall, wird man wahrscheinlich heute weder HTML noch CSS nennen, aber es hat schon mal geholfen, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist bis heute in unserer Ecke wichtig, die Basics zu kennen. Ich folge auf Twitter einem Kollegen, der sowohl viel in der JavaScript-Framework-Welt unterwegs ist, als auch noch damals früher richtig HTML und CSS gelernt hat. Und er ist so ein bisschen erschüttert, wenn heute Junior-Entwickler auf die Welt losgelassen werden, die direkt mit Vue und React und Angular und sowas gelernt haben, dass die gar nicht mehr verstehen, was sie da tun. Dass da HTML-Tags genommen und irgendwie reingeworfen werden, aber so Beiwerk wie Semantik, Barrierefreiheit, Sinnhaftigkeit oder das C in den Cascading Style Sheets zu beachten, das ist gar nicht mehr erlernt worden. Ja, und da, fingers crossed, ich habe früh angefangen, das habe ich da noch mitbekommen. Was mich seinerzeit überhaupt nicht interessiert hat, war Fußball. Gott sei Dank. Aber ich habe auch Gott sei Dank einen kleinen Bruder, der Lukas. Bist du da, Lukas? Nee, ich glaube, ist gerade irgendwo in einem anderen Raum. Was? Nee, der ist auch nicht da oben. Lukas ist nicht da. Lukas ist 5 Jahre jünger als ich, war schon quasi bei seiner Geburt ist er mit Fußballschuhen auf die Welt gekommen und hat auf jeden Ball losgetreten, der irgendwo rumlag. Ich bin das ein oder andere Mal zu seinen Spielen geschleift worden und in dem Zusammenhang ist dann auch mal bekannt geworden, dass ich was mit diesem Internet und so mache. Und Lukas Trainer fragte dann mal, ob ich nicht Lust hätte, ganz freiwillig eine Website für die Mannschaft zu machen. Es gäbe halt nur eine Anforderung, er würde gern die Spielergebnisse selber eintragen. Und das Ergebnis war dann Davids Kadermanager, den ich dann mit handgeknüppeltem PHP und MySQL zusammengebaut habe. Allein auf diesem Screenshot sind jetzt ungefähr 80 Sicherheitslücken. Das ist der Hammer. Aber es hat funktioniert. Es lief jahrelang erschreckend gut. Vor allen Dingen, wer sich damit auskennt, das Ding ist eine einzige große SQL-Injection. Das ist der Hammer. Der Trainer konnte sich einloggen, am Anfang nur Ergebnisse eintragen, irgendwann auch Spielberichte, den Kader pflegen, also das volle Programm. Dann hat er irgendwann konnte man ganz normale Artikel verwalten und Menüeinträge. Und über diesen Umgang ist mein Wissen in PHP und MySQL gewachsen. Das hilft tatsächlich auch bis heute noch. Ich habe so ein schönes Buch, PHP 5 und MySQL für Anfänger. Das steht bis heute bei uns im Büro im Regal. Ich gucke nicht mehr so oft rein, aber es war hilfreich. Genau. Und mit dem Umgang habe ich mich dann irgendwann gefragt, David, dieses
System zur Verwaltung von Webseiten. Wieso ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, sowas zu programmieren? Und dann dachte ich, ja doch, ist ja jemand und habe Mambo kennengelernt. Das ist jetzt so ja, Ende 2004, Anfang 2005. Mambo war seinerzeit eines der bekannteren Systeme. Die anderen beiden bekannten Systeme zu der Zeit waren PHP Nuke und Xoops. Für die Älteren unter uns. Das ist jetzt so ein bisschen Opa erzählt vom Krieg, da müsst ihr jetzt durch. Genau, bin über Mambo gestolpert, habe nicht alle Konzepte auf Anhieb verstanden, aber mich so über die Zeit reingefriemelt, habe gelernt, was ein CMS ist, was Components sind, was der Unterschied zwischen seinerzeit noch Static Content und Content ist. Und ich glaube, zu der Zeit gab es auch nur Categories und noch keine Sections. Ist wirklich lange her. Aber es war eine schöne Zeit und es gab Mambots. Das, was heute die Plugins sind, waren damals die Mambots. Den Namen fand ich deutlich cooler. Genau, und plötzlich, ich dengelte so mit Mambo vor mich hin, war auf mamboos.de ein Hinweis, im August 2005 ungefähr, das wird jetzt Joomla heißen. Dann dachte ich, okay, ja gut, dann nimmst du das mal hin. Hab von Mambo auf Joomla geupdatet, da gab es dann ein Paket für und ja, das sah dann, seht ihr jetzt gleich, sah eigentlich aus so wie vorher, nur halt in Rot und mit einem anderen Logo. Ich habe seinerzeit die Hintergründe nicht verstanden, das jetzt in der Fülle zu erklären, sprengt auch unseren zeitlichen Rahmen. Aber es ist eine ganz spannende Geschichte, wie sich Joomla damals vom Mambo losgesagt hat. Mit Joomla 1.0 habe ich seinerzeit tatsächlich viel Schulprojekte umgesetzt. Gibt bis heute, glaube ich, irgendwo in den Tiefen meiner Festplatte dass die umfassende digitale Enzyklopädie über den Regenwurm auf Basis von Mambo. Biologieunterricht mochte ich sehr. Genau, habe irgendwann angefangen, die Schulwebsite damit zu bauen, ein Schulintranet. Ja, und bin in diesem Zusammenhang immer wieder über Probleme gestolpert, zwangsläufig. Und habe mich gefragt, wo findet man dann Hilfe? Das war seinerzeit natürlich auf joomlaportal.de, das damals übrigens noch so aussah, wie ich jetzt im Webarchiv herausgefunden habe. Habe mich da angemeldet, habe meine Fragen gestellt und es gab eigentlich genau zwei Antwortmöglichkeiten. Die eine war RTFM, das ist Neudeutsch für hast du mal in die Dokumentation geguckt? Oder so. Und die andere Antwortmöglichkeit war immer, guck erstmal in der Suche. Und das hat mir geholfen, also diese freundlichen Rückmeldungen zu meinen sehr präzisen Fragen, wie man präzise Fragen stellt, gerade auch im Bereich des technischen Supports. Zum Beispiel, dass immer die Info drin sein sollte, was eigentlich das Problem ist, das ich lösen möchte. Wir haben das immer mal wieder bis heute in den Supportforen, dass jemand dann schreibt, ich brauche, keine Ahnung, welche PHP-Version brauche ich, um das LDAP-Modul mit einem Windows 2000-Server, bla bla bla. Und es ist dann nie klar, was die eigentlich machen wollen. Und diese Information, dieser klitzekleine Kontext, hilft dann oft, eine ganz andere Lösung vorzuschlagen, die viel sinnvoller wäre, weil bei den Fragestellern oft so ein Tunneleffekt eintritt. Man hat dann nur noch das eine kleine Problem vor Augen und sieht das große Ganze nicht mehr. Genau, das ist die eine Info, die immer reingehört. Die zweite Info ist, wie ich es denn aktuell lösen möchte, mein Problem, welche Version ich einsetze. Und wenn ich eine Fehlermeldung bekomme, dann schreibt bitte nicht in den Forenpost, ich habe eine Fehlermeldung bekommen, sondern die Info, was dann da steht, ist ganz spannend. Es sei denn, da steht sowas wie schwere Ausnahmefehler in Modul 0x001EF3. Das ist eher ein starker Indikator dafür, dass die Fehlermeldung recht sinnfrei ist. Genau, das war meine erste große Erkenntnis im Support-Bereich. Die zweite große Erkenntnis, als ich dann selber auch angefangen habe zu supporten, war, dass ich darüber brutal viel gelernt habe. Sich in die Probleme anderer einzuarbeiten, plötzlich vor Problemen zu stehen, die man nie haben würde, hat mir geholfen, das System besser zu verstehen, über allerlei kurioseste Serverkonfigurationen was zu lernen. Ja, und es war jeden Tag, war irgendwas, was ich noch nie gesehen hatte und geht mir im Supportforum eigentlich bis heute so. Da kommt immer noch mal jemand um die Ecke, der was machen will, da wäre ich nie auf die Idee gekommen.
Und letztlich, das macht Spaß. Anderen zu helfen, macht Spaß. Das ist für ein 14-jähriges Kellerkind erstmal eine ganz interessante Erfahrung. Es ist ein befriedigendes Gefühl, anderen zu helfen. Und die Anerkennung und den Dank, den man dafür bekommt, das motiviert jeden Tag aufs Neue. Und das war mein viertes Takeaway aus dem Support-Bereich. Danke sagen ist wichtig. Wir machen das alle ehrenamtlich. Joomla hat keine bezahlten Mitarbeiter und dementsprechend steht und fällt dieses Projekt mit der Motivation seiner Mitarbeiter. Und ja, Danke sagen motiviert. Das ist einfach so. Sagt öfter Danke. Genau, dann bin ich irgendwann im besagten Supportforum über einen Post gestolpert von einem Herrn Luke Will. Das ist der Forenbenutzer von Robert Deutz. Der hat zu einem Joomla Day eingeladen in 2006 in Bonn. Und wie gesagt, ich war noch Schüler. Ich dachte, ja gut, ein Tag Konferenz ist auf jeden Fall besser als ein Tag Schule. Schaust doch mal, ob du da nicht hin kannst. Und habe dann meinen Informatiklehrer belabert, dass das für meine Informatikausbildung sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass ich an diesem Tag nach Bonn fahre. Robert hat mir noch ein offizielles Schreiben aufgesetzt mit den Bildungsinhalten, die dort vermittelt werden. Genau, ist mein Informatiklehrer zur Schulleiterin gegangen, die haben das alle unterschrieben, dann hatte ich einen Tag schulfrei und konnte zum Joomla Day gehen. Und in diesem Zusammenhang ist dieses sehr geile Foto entstanden. Bin da mit der Straßenbahn morgens hin, das ist ja von Köln aus nicht so weit, hatte Robert vorher gefragt, ob ich irgendwo helfen kann. Dann hat man mich an den Empfang gesetzt. Dann stand jemand vor mir, der bar bezahlen wollte, was an sich auf einem Joomla Day schon kurios war. Und dann wollte er eine Quittung. Und dann saß ich da, weiß nicht, wie alt war ich da, 15, 16, habe die erste Quittung meines Lebens ausgefüllt. Auch das habe ich da gelernt. Und man sieht es so ein bisschen an meinem Gesichtsausdruck. Ich war überfordert mit der Gesamtsituation, um das mal vorsichtig zu sagen. Kellerkind mag keine Menschen und dann sind da auf einmal nur Menschen. Alles neue Menschen, alles Erwachsene und ich. Und dann kam auch noch erschwerend hinzu, dass das auch noch internationale Menschen waren und man plötzlich Englisch sprechen musste. Katastrophe. Genau, aber es war sehr lehrreich. Das war der Joomla Day 2006, das war die heiße Phase der Entwicklung von Joomla 1.5. Viele Grundsatzentscheidungen, die damals getroffen sind, haben wir bis heute noch im CMS. Zum Beispiel viele der sogenannten Design Patterns. Design Patterns sind bestimmte Grundmuster, Grundraster, um ein Problem zu lösen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich habe viel Code in so einer Komponente und will das irgendwie einteilen, dann ist das MVC-Pattern. Das sagt dem einen oder anderen vielleicht was, eine schöne Variante, um diesen Code zu strukturieren. Wenn irgendwas im System passiert und viele Dinge sollen darauf reagieren können, dann hat man das Dispatcher-Observer-Pattern. Das ist bis heute die Basis fürs Plugin-System bei Joomla. Ich kannte bis dahin nur Spaghetti-Code. In dem Zusammenhang war das dann mal interessant, von Menschen zu lernen, die davon auch was verstehen. Ich habe Englisch gelernt. Bis dahin konnte ich ja nur Schulenglisch. Also waren so Sätze wie abends im Restaurant, I become a Currywurst, war relativ normal. Und diese Erfahrung des Joomla Days hat mich dazu gezwungen, zumindest ein bisschen meine Englischkenntnisse aufzupolieren. Das Backend war Englisch, die Dokumentation war Englisch, die Vorträge da waren teilweise Englisch, die ganzen Entwickler haben Englisch gesprochen. Und die Not hat mich dann dazu gezwungen, besser Englisch zu lernen und es hat sich noch nicht so direkt in den Noten niedergeschlagen. Ich hatte genau einen blauen Brief in meiner schulischen Karriere. Das war in Englisch in der 10. Klasse bei Frau Gabrecht, wenn Sie das jetzt sehen. Böse. Genau, aber so jetzt nach hinten raus wird es langsam. Genau, und was ich vor allen Dingen gemerkt habe, ist, dass die Joomla-Community und wie ich inzwischen weiß, eigentlich Open-Source-Communities im Allgemeinen etwas haben, das sie auszeichnet. Die sind freundlich. Open Source, ich bin noch nie auf ein Open Source Event gekommen und hatte das Gefühl, allein zu sein oder keinen Anschluss zu finden. Das ist irgendwie so ein Charakterzug, der verbindet all diese Open Source Communities. Mich hat das wahnsinnig motiviert, so ein Gemeinschaftsgefühl zu haben und habe dort unter anderem jemanden getroffen, mit dem ich im Forum schon länger zu tun hatte. Der ein oder andere von euch kennt vielleicht noch Cybergurk. Achim Ratschi
aus Berlin. Ich habe seinerzeit an einer Mambo-Gästebuch-Komponente rumgebastelt, das Akkubook, und habe mich dann mit Achim zusammengeschlossen und wir haben das Easybook rausgebracht. Heute heißt das Easybook Reloaded, weil der Viktor es irgendwann übernommen hat. Seinerzeit lief das noch unter dem Dach von easyjoomla.org. Ja, und wir haben das Easybook gemacht, ein paar andere Erweiterungen gemacht und hatten ratzfatz, und das, da kriege ich bis heute Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, diese Erweiterung hatte 1 Million Downloads irgendwann. Ich als 16-jähriges Kellerkind in meinem Kinderzimmer mache etwas, was 1 Million Downloads hat. Das war ein ganz schräges Gefühl. Und es gab Postkarten. Wir haben irgendwann eingeführt oder auf die Website geschrieben, das ist natürlich Open Source und ihr könnt das alles frei benutzen. Aber wir freuen uns, wenn du eine Postkarte von dem Ort schickst, wo du lebst. Postcardware nennt man das im Fachsprech. Dann trudelten plötzlich Karten aus der ganzen Welt ein. War interessant. Genau. Und diese Erfahrung bei Easy Joomla war insofern interessant, als dass man im Team arbeiten musste, zwangsläufig. Ich bin nicht so der gute Tester, ich bin ja Entwickler, also ich weiß genau, wie man auf den Button drücken muss, damit es danach funktioniert. Und das ist fürs Testing immer doof. Gute Tester klicken einfach überall hin, so lange, bis es explodiert. Und das machen Entwickler nicht, weil man weiß ja, wie die Reihenfolge sein muss. Und von daher, bis mein bisheriger Lebensweg war von der Einstellung, Teamarbeit mache ich am liebsten alleine geprägt. Und das funktionierte jetzt in dem Zusammenhang einfach nicht mehr. Das bedeutet natürlich in Teamarbeit, man muss miteinander reden, man muss auch mal einen Kompromiss eingehen. Ich war halt in dieser Phase, in dieser Pubertät, wo die Eltern so komisch werden. Das fiel mir nicht ganz so leicht. Aber es war auch eine schöne Erfahrung zu merken, dass man sich eben gegenseitig ergänzt. Verantwortungsbewusstsein ist in dem Zusammenhang gewachsen. Ich war Maintainer einer Software mit 1 Million Installationen. Wenn man da was verkackt, dann explodiert das Mail-Postfach, aber sage ich euch. Genau. Ja, und dann war ich irgendwann mit der Schule fertig und habe dann überlegt, David, wie geht es denn jetzt weiter? Habe den Zivildienst gemacht und mich danach für Wirtschaftsinformatik als Studium eingeschrieben. Und ich glaube, so 3-4 Wochen, bevor das Semester losging, habe ich dann nochmal überlegt und dachte, oh, weißt du, David, ich glaube, ich lasse das. Mach doch einfach was mit diesem Joomla, was mit Selbstständigkeit, und habe dann seinerzeit Sister Systems gegründet, nach der Umbenennung jetzt Gott sei Dank Joomla. Genau. Habe ganz viel Websites auf Joomla-Basis im ersten Schritt gemacht, irgendwann auch meine Extension im Kundenauftrag programmiert, Templates, komplexe Projekte sind irgendwann draus geworden. Aber das, womit ich gestartet bin, war das Wissen aus meiner Hobbytätigkeit. Ich habe mein Hobby tatsächlich zum Beruf gemacht. Das war eine schöne Erfahrung, und dadurch, dass ich das während dem Zivildienst quasi gemacht habe, das war damals im Zivildienst, war das noch schön. Man durfte im Zivildienst keine Nebenjobs haben, die mehr als, ich glaube, 5 Stunden die Woche in Anspruch genommen haben. Aber bei der Selbstständigkeit schreibe ich ja selber auf, wie viele Stunden ich brauche. Von daher, glaube ich, war ich einer der am besten finanziell aufgestellten Zivis in ganz Deutschland. Das war super. Genau, und in der Anfangszeit war mein Selbstverständnis ganz klar, dass ich bin Joomla, ich bin eine Joomla-Agentur. Und es hat viele Jahre gedauert, bis ich gelernt habe, dass ich keine Joomla-Agentur bin. Weil kein Kunde bezahlt mich für Joomla. Letztlich ist es dem Kunden total egal, was ich benutze. Ein Kunde bezahlt mich, damit ich sein Problem löse. Im besten Fall mit der Software, die dieses Problem am besten löst. Und ein Kunde bezahlt mich, damit ich aus seinem Geld noch mehr Geld mache. Das klingt total trivial, aber hat ein bisschen gedauert, bis ich das gerafft habe. Und das war in unserer Außenwirkung ganz wichtig zu verstehen, sich nicht auf dieses CMS zu fokussieren, sondern sich als Problemlöser zu verstehen und auch so zu vermarkten. Erste große Erkenntnis. Zweite große Erkenntnis, Open Source ist keine Einbahnstraße. Das ist eine, die ich hatte das schon vorher verstanden, aber ich glaube, dass der ein oder andere Marktbegleiter mit dieser Idee noch so seine Probleme hat. Open Source ist ja für uns alle letztlich ein Wettbewerbsvorteil. Wenn wir Closed Source Software einsetzen müssten, hätten wir allein schon das ganz triviale Problem der Lizenzkosten.
Oder man müsste den kostenpflichtigen Support anfragen, anstatt auf Forum Joomla.de oder in der Facebook-Gruppe was zu fragen. Wir erkaufen uns einen Wettbewerbsvorteil durch das Engagement von anderen. Und dementsprechend haben wir in meinen Augen auch alle eine Pflicht, etwas zurückzugeben. Um das mal in Zahlen zu gießen, ich habe mal durch unser Time-Tracking geguckt, wir haben im letzten Jahr bei 3 festangestellten Mitarbeitern ungefähr 800 Stunden Contribution gehabt. Das mal so als Marke. Macht ruhig mehr, aber macht was. Das wäre ganz schön. Und wenn man das dann tut, dann lohnt es sich auch. Also natürlich im Bereich Bekanntheit, ne? Man kennt sich irgendwann, man baut ein Netzwerk auf, aber man baut auch selber an seinem Wissen, haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, und man baut Vertrauen mit dem Netzwerk auf. Man kriegt so das auch im gegenüber Kunden, es ist eine vertrauensbildende Maßnahme zu sagen, lieber Kunde, ich benutze das nicht nur, sondern ich bin der Security-Mensch von dem CMS. Ich schreibe die Übersetzung mit. Das transportiert was. Das transportiert eine andere Kompetenz. Ja, dann gingen die Jahre so ins Land und dann hatte der Robert die grandiose Idee, man müsste mal so eine internationale Konferenz für Joomla machen. Hat das seinerzeit beim internationalen Projekt vorgestellt und die haben gesagt, die Idee ist so gut, die verbieten wir dir. Wir machen das selbst, weil das ist doof, wenn du das sonst machst. Führte dazu, dass das internationale Projekt, ich glaube, 4 Jahre oder sowas an einer Joomla World Conference geplant hat. Und weil Robert zu ungeduldig war, hat er in der Zeit einfach seine eigene Konferenz gestartet, die Piratenkonferenz der Joomla-Welt sozusagen, die Jane Beyond. Das war die erste, das ist ein Foto von der ersten Jane Beyond in Wiesbaden war das. Das Format der internationalen Joomla-Konferenz ist bei diesem Event überhaupt erst erfunden worden. Wir waren ungefähr 200 Teilnehmer und zwar aus 27 Nationen. Ich will gar nicht Vorort von Wiesbaden sagen, rund um Wiesbaden ist viel grün und da steht ein Haus. Und da waren wir in einem Wilhelm, ich glaube, das war Wilhelm Kempfhaus, ich weiß es gar nicht mehr. Es gab in diesem Haus für 200 Leute genau einen WLAN-Router und der ist zusammengebrochen, sobald sich mehr als 10 Leute damit verbunden haben. Das war also quasi, heute würde man das Digital Detox nennen. Das hat bei dem einen oder anderen in den ersten 3-4 Stunden des Aufenthalts echte Panikattacken ausgelöst, aber so nach hinten raus war das für alle Beteiligten eine schöne Erfahrung. Wir hatten so eine Kellerbar mit Selbstbedienung unten, wir waren 200 Leute und jeder sollte Striche machen, wie viel er getrunken hat und dann beim Auschecken einfach das bezahlen, was man gestrichelt hat. Wir sind fest davon ausgegangen, dass wir auf mindestens 1.000 Euro Defizit sitzen bleiben würden und ich glaube, das Wilhelm Kempfhaus hat zum Schluss sogar 300 Euro plus gemacht, weil diese wirklich freundliche Community sagte, ich bezahle lieber 2 zu viel als 1 zu wenig. War eine ganz schöne Erfahrung. Und das war echt viel Bier. Das Haus hat in verzweifelten Aktionen versucht, für Sonntag noch Getränkelieferanten zu finden, weil wir die Bar am Samstag restlos leer getrunken haben. Es gab einfach nichts mehr. Genau. Internationale Community hieß für mich, oder der Dienst für die internationale Community hieß, dass ich Shuttle-Dienst gemacht habe. Ich habe Leute zur Location, von der Location zum Flughafen und also quasi hin und her gefahren. Man fuhr so aus dem Haus raus und dann direkt auf die A3 Richtung Frankfurt Flughafen, hatte noch so vielleicht so 10 Kilometer ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Habe ich das erste Mal verstanden, was German Autobahn für eine Faszination auf internationale Menschen hat. Wir sind dann in, weiß ich nicht, vielleicht so 160 oder sowas gefahren, halt normal mitgeschwommen im Verkehr. Und ich bin gefilmt worden, Menschen sind ausgerastet. Sie hätten sich in ihrem ganzen Leben noch nie so schnell bewegt wie in diesem Moment, sind aber vorher mit dem Flugzeug gekommen, aber ich dachte so, okay, komm. Details. Ich habe außerdem bei dieser ersten Konferenz gelernt, dass wenn ein Amerikaner etwas awesome findet, dass das überhaupt nicht awesome sein muss, dass einfach ja, Kultur damit reinspielt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt ganz frisch gewählt einen neuen Präsidenten bei Open Source Matters, der immer mit dem Pinguin rumlief. Ja, genau, Ryan. Und
der war motiviert, um das mal vorsichtig zu sagen. Für diejenigen unter euch, die Frank Delventhal noch kennen, der Telefonbuchzerreißer, quasi Frank mal zwei, was Motivation anging. Von Ryan kommt auch die berühmte Motivationsrede: When I say Joomla, you say rocks, Joomla! Genau, und das war auch ungefähr die Reaktion des Publikums. Also der wirkte aus unserer Sicht, haben wir uns ein bisschen gefragt, ob der auf Droge ist, aber dann haben wir gelernt, nee, okay, das ist Teil der Kultur, das gehört so. Eine weitere Erkenntnis der Jane Beyond-Konferenz, wenn jemand Cracker aus Thailand mitbringt und da drauf steht, die sind scharf, und wenn du dann auch noch auf Nachfrage hörst, die sind nur ein bisschen scharf, dann sind die nicht nur ein bisschen scharf. Ich glaube, Jane Beyond 2013 haben wir das eingeführt, da sind die Teilnehmer aufgefordert gewesen, von zu Hause entweder irgendwie ein Cookie oder also Cookies, Cracker, irgendwie sowas, was für die Kaffeepause mitzubringen. Und dann hatten wir, glaube ich, irgendwann, weiß nicht, 100 verschiedene Gebäckdinger aus 40 Ländern. Das war sehr cool und wie gesagt, bei Thai muss man das mit Vorsicht genießen. Ja, bin also über Joomla und diese Community mit der Welt in Kontakt gekommen, bin immer weiter in diesen Joomla-Sumpf versackt, hatte diverseste Pöstchen im Projekt, lokal wie international. Und einer meiner aktuellen Posten ist zum Beispiel das Joomla Security Team mit einem fast aktuellen Foto, glaube ich. Genau, einer ist nicht mehr mit dabei. Und wer jetzt denkt, wir hätten ein klitzekleines Problem in Sachen Diversity, ja, wüsste ich nicht viel, was ich entgegnen sollte. Das andere Team, was ich international mitgemacht habe, war das damals noch existierende Community Leadership Team. Das war quasi die höchste Instanz im Projekt, bei der es darum ging, ja die Community-Arbeit im Projekt zu koordinieren. Hatte da plötzlich Kontakt mit Menschen aus aller Welt. Und dann kam noch einer drauf, dann habe ich auch noch mit Menschen außerhalb Joomla gesprochen. Es gab nämlich im März 2014 einen gemeinsamen Stand aller CMS-Systeme auf der CeBIT im Rahmen des CMS-Garden. Da erzählt der Markus nachher noch ein bisschen was zu, da kommt auch der wunderbare Strohhut und das Shirt her. Genau, der CMS-Garden in a nutshell sozusagen ist der Branchenverband der Open Source CMS in Deutschland. Und wir im Vorjahr gab es einen Stand von unseren Freunden von Mittwald. Die haben einen CeBIT-Stand gehabt und ja, haben dann wahrscheinlich in der Planung irgendwie eingesehen, dass wenn man als Hoster einfach nur einen großen Stand auf der CeBIT hat, dass es passieren könnte, dass man nicht unbedingt vom Publikumsstrom überrannt wird. Auch wenn man, auch selbst als Mittwald. Dann hat jemand bei Mittwald ein Marketing-Geniestreich sich ausgedacht. Man hat 5 CMS-Systeme angeboten, dass man so einmal einen Meta-Counter auf dem Mittwald-Stand haben könnte. Kostenlos. Und die einzige Bedingung ist, jedes Mal, wenn jemand nach Hosting fragt, musste man dann sagen, oh, du solltest ja wirklich mal zum Mittwald gehen. Und das war genial, das lief wie geschnitten Brot, dieser Stand war immer bumsvoll. Und wir als CMS-Fuzzis, ich war für Joomla da, nebenan standen die Leute von Drupal, wir haben den ersten halben Tag erstmal damit verbracht, uns maximal gegenseitig auf die Nerven zu gehen. Und dann aber irgendwann uns doch angefreundet und dachten, diese Erfahrung, gemeinsam einen Stand zu machen, ist so schön, das wollen wir auf der CeBIT mal nächstes Jahr wiederholen. Hatten dann, glaube ich, 10.000 Leute ungefähr an diesem Stand in der einen Woche CeBIT. Meine Lippen haben geblutet vom Reden. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber das geht. Und waren alles in allem ungefähr 100 Leute von den beteiligten CMS-Systemen, die ehrenamtlich diesen Stand besetzt haben. Und wenn wir dann mit dem Standdienst durch waren und die Lippen aufgehört haben zu bluten, ging es in die Unterkunft. Wir hatten so eine, ich will es jetzt gar nicht Jugendherberge nennen, es war eine ehemalige belgische Kaserne und so sah das auch aus. Da haben wir, glaube ich, für absolut sagenhafte 60 Euro pro Nacht pro Nase geschlafen, war ja Messe, und konnten dann plötzlich CMS-übergreifend Dinge diskutieren, die man sonst immer nur in seiner Joomla-Filterblase diskutiert hat. War ganz interessant zu merken, dass wir alle dieselben Probleme, aber alle ganz unterschiedliche Lösungen haben, die teilweise auch unterschiedlich gut funktionieren. Und die Erfahrung im Security-Team, die Erfahrung im CLT und diese Erfahrung hat mir etwas ganz Offensichtliches eigentlich gezeigt, nämlich
man lernt am besten von den Besten. Klingt trivial, aber funktioniert tatsächlich so. Wenn ich mit einem Experten für WordPress mich eine Viertelstunde über die Vor- und Nachteile seines Systems unterhalte, weiß ich mehr, als wenn ich ein ganzes WordPress-Buch lese. Weil der macht so wie ich, der macht 15 Jahre WordPress, der weiß ganz genau, wo die ganzen Leichen bei WordPress im Keller liegen, der zeigt drauf, sagt da Leichen, und dann weiß ich, okay, im Buch gibt es kein Leichenkapitel. Gleichzeitig ist es auch Ansporn. Also mit den Besten unterwegs zu sein, heißt in der Regel auch, es gibt immer jemanden, der noch besser ist als du. Und ich zumindest habe so einen latenten Ehrgeiz und will das dann auch können. Und das Großartige bei Open Source ist, dass irgendwie eine Regel des sonstigen Lebens außer Kraft gesetzt ist. Hier kann man das. Hier sind die Besten einfach da und geben ihr Wissen gerne weiter. Im Zweifelsfalle sogar kostenlos. Wo hat man sonst die Chance, was weiß ich, den Viktor als Experten für am Stand als Experte für Spam-Schutz für Joomla-Formulare einfach face-to-face fragen zu können, und der antwortet einem dann auch noch. Meistens etwas länger, aber er antwortet einem. Das hat mir über die Jahre so viel Wissen eingebracht, auf ganz kurzem Dienstweg. Ich glaube, das würde ohne Open Source so in der Form nicht funktionieren. Die zweite große Erkenntnis, vor allen Dingen, ja, es gab so einen Moment auf der CeBIT, da hatte ich ein bisschen Gänsehaut. Als wir mit dem Community Leadership Team abends mal zusammengesessen haben, hatte ich so einen kleinen Schauer. Ich bin Teil von etwas Großem. Joomla, das sind aktuell ungefähr 46 Millionen Websites. Und jeder, der etwas zu Joomla beiträgt, trägt etwas zu 46 Millionen Websites bei. Das finde ich gerade in dieser Zeit irgendwie wichtig, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Gefühl ist, dass die Welt immer größer wird. Man könnte immer mehr machen und man selber bleibt so klein. Und Joomla gibt mir zumindest Identität. Ich weiß, ich trage zu etwas bei, was groß ist, was man kennt, und mein Beitrag ist sichtbar. Mein Beitrag ist einfach da. Und das, was ich mit 17 im Kinderzimmer mache, nutzen 1 Million Websites. Das ist einfach ein verrückter Gedanke. Und so habe ich über Joomla unheimlich viel gelernt, über mein Involvement, das ich da habe, sowohl technisch als auch menschlich, die berühmten Social Skills. Ich habe was über andere Kulturen gelernt, und ja, es hat meinen Blick auf die Welt verändert, auf jeden Fall. Es ist heute mein Beruf, aber vor allen Dingen, es ist Teil meiner Identität. Ich bin Joomla. Ich habe im Kleiderschrank 3 Stapel mit Oberteilen, 2 davon ist irgendwas mit Joomla und der 3. ist normale Klamotten. Sonntags muss ich ein normales Shirt anziehen. Ja, und so im Rückblick, glaube ich, wenn wir mal zu 2004er David springen, wenn man 2004er David damals gesagt hätte, David, du fliegst im Februar nach Chicago und hältst bei Google einen Vortrag auf Englisch über CMS-Sicherheit, dann wäre 2004er David aber ganz schnell weggelaufen. Wenn ich das damals schon gewusst hätte, was da alles passieren würde, ich glaube, ich hätte die Hosen zu voll gehabt, um diese Reise zu gehen. Aber so, wo es peu à peu kam, hat es gut funktioniert und hat mich weitergebracht. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, das ist ja eine schöne Geschichte, David, aber das ist überhaupt nicht übertragbar und außerdem, ich kann ja sowieso nichts machen, weil, dann müsst ihr wissen, dass man zum Lernen die eigenen Grenzen überschreiten muss. Man muss seine Komfortzone verlassen. Es gibt in der Erlebnispädagogik das sogenannte Komfortzonenmodell. Idee dabei ist, jeder Mensch hat die besagte Komfortzone, das ist der Bereich, das kennt man, weißt du? Das ist so ein bisschen, das ist die heimische Couch des Alltags. Dann gibt es einen Schritt weiter aus der Komfortzone heraus, die Lernzone. Das ist dann offensichtlich etwas Neues,
Das macht erstmal Angst, das macht Unsicherheit, aber man muss diesen Schritt aus der Komfortzone heraus machen, wenn man etwas lernen will. Und die dritte Zone ist dann die Panikzone. Das ist die Zone, da geht es nur noch ums nackte Überleben. Da muss man dann gucken, dass man vielleicht nicht so einen großen Schritt macht. Aber ihr müsst aus der Komfortzone heraus in die Lernzone hinein. Und ich glaube, es gibt keine bessere Plattform dafür als eine Open-Source-Community wie Joomla. Deswegen traut euch, macht irgendwo mit bei Joomla. Hängt euch rein, sammelt Wissen, lernt etwas über andere Kulturen, andere Menschen. Macht eure eigenen Erfahrungen und haltet in 15 Jahren einen Vortrag auf dem Joomla Day. Dankeschön.